Ich habe den Eindruck, dass wir eine Selbstprüfung vornehmen müssen in der muslimischen Gemeinschaft. Was kann das möglich machen? Nicht der Koran, sicher nicht. Für mich hat das mehr zu tun mit Saudi-Arabien, ganz offen gesprochen, mit der Verwendung gigantischer Öleinkommen, Einkünfte, ein Vermögen auszugeben, in aller Welt Moscheen zu bauen, in denen dieses extremistische und dumme islamische Zeug erzählt wird. Und so viele junge Menschen werden damit großgezogen. Die denken das und da kommt das her. Ich glaube, wir können das alles beiseite lassen, die koranischen Ursprünge. Das hat mit dem Ursprung bei den Wahhabi zu tun. Der Wahhabismus, diese Minderheit, diese Sekte, muss man sagen, der nur sehr wenige folgten. Das wird nun Mainstream. Da kommt die Gewalt her. So, da sind wir, glaube ich, an einem ganz entscheidenden Punkt. Würde zuerst gerne Herrn El-Difraoui noch einmal in die Runde holen. Ist das der Punkt, dieser sehr aggressiv interpretierte Islam? Nein, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Also, Wahhabismus ist das Stichwort. Das ist ja, Wahhabismus, das sind... Also wir sind uns einig, den Islam als solchen gibt es nicht. Genauso wenig wie es das Christentum als solches auch nicht gibt. Aber ich stelle mir die Grundsatzfrage, wir reden jetzt über Wahhabismus. Ich glaube, die wenigsten Deutschen wissen überhaupt, was Wahhabismus ist. Ich möchte es jetzt mal erklären. Genau, die Saudi-Arabier haben, um ihren Staat zu gründen, eine Allianz geschlossen mit einem extrem puristischen, wenn nicht auch reaktionären, islamischen Geistlichen, wenn man das so sagen kann, der hieß Abdul Wahhab. Und die haben schon im 17., 18. Jahrhundert gesagt, wir möchten nur zu den Wurzeln des Korans zurückkehren, zu den Überlieferungen des Propheten, die eigentlich gar nicht so lesbar sind. Die kann man auch in zig Sachen. Und dann haben diese ultrakonservativen Menschen aus Zentral-Saudi-Arabien, die so und so sehr konservativ, sehr rückschrittlich waren, gesagt, so, das ist jetzt der Islam. Und so hat es zu sein. Frauen müssen voll verschleiert sein, so sieht die Scharia aus, etc., etc. Irgendwann, auf dieser Gründungsdoktrin des saudischen Königreiches, kamen dann die saudischen Petromilliarden dazu, sowie die Kontrolle von Mekka und Medina, die die Saudis erst in den 20er Jahren des letzten Jahrtausends erobert haben. Und auf einmal wurde diese sektenähnliche oder sehr traditionelle, reaktionäre Staatsideologie mit den Petromilliarden um die Welt propagiert. Mhm. Mit Moscheen in Bosnien, mit Moscheen in Indien. Das Gefährliche an dieser Staatsideologie ist, dass sie sehr, sehr dicht am Dschihadismus dran ist. Der Dschihadismus selber ist... an dem haben wir eine große Mitschuld, weil der Dschihadismus selber ist erst entstanden, als wir die reaktionärsten Elemente in der islamischen Welt benutzt haben, um die Sowjetunion in Afghanistan zu besiegen. Damals wurden mithilfe Saudi-Arabiens, Pakistans und natürlich den Amerikanern die wirklich reaktionärsten Elemente in der islamischen Welt gesucht, um die Sowjetunion zu besiegen. Und da wurde... Wir reden über die Mujahedin. Da reden wir über die Mujahedin. Und ja, einige dieser Mujahedin haben, damit dieser Kampf gelingen kann, in der Form von asymmetrischer Kriegsführung, nochmals Konzepte des Islams umgedeutet. Dschihad heißt dann auf einmal nur noch bewaffneter Kampf. Und da kommt auch dieses Begriff des Märtyrertums, wie wir ihn heute hören, her. Im Islam gibt es gar kein Märtyrertum in dem Sinne des christlichen Märtyrertums, das steht ihm eigentlich viel näher, wo man sagt, man muss sich für die Religion opfern oder so, oder leiden oder sowas. Das gab es im Islam traditionell nie. Das wurde bewusst uminterpretiert, um im Kampf den Tod zu suchen, um durch Selbstmordattentate einen asymmetrischen Krieg zu führen. Also es ist eine ganz neue Entwicklung. Aber wir gucken uns das ja nie in der historischen Perspektive an. Weil wir gerade an dem Punkt sind und einmal noch mal diese Linie weiter verfolgen, bevor wir gleich in die Diskussion einsteigen. Sie sagen, Mujahedin ist so ein Stichwort, Afghanistan. Osama Bin Laden hat in der Zeit, glaube ich, auch schon eine Rolle dann irgendwann gespielt, weil er genau diese Leute unterstützt hat. Osama Bin Laden hatte einen Mentor, einen hochintellektuellen Palästinenser, der wirklich Konzepte, wie dieses Märtyrer heißt in Arabisch zum Beispiel Shahid, das ist ein Zeuge, ich bezeuge meinen Glauben. Und er hat es dann wirklich auf den Tod suchen im Kampf und dann später Selbstmordattentate umgedeutet. Das war wirklich der Beginn dieser Ideologie, die wir heute Dschihadismus nennen, die sich dann weiterentwickelt habe, die
zunächst durch Afghanistan-Kämpfer nach London exportiert wurden, weil die da eine relativ liberale Heimat hatten. Und Sie sagen nach Bosnien. Genau, Sie sagen, Bosnien spielt in dem Zusammenhang eine ganz entscheidende Rolle. Inwiefern? Der Bosnien-Krieg spielt. Damals haben wir das als serbische Propaganda abgetan. Ganz viele Afghanistan-Krieger haben in London politisches Asyl bekommen. Und es tobte gleichzeitig der Bosnienkrieg. Sehr, sehr viele junge Europäer sind aus Solidarität in den Bosnienkrieg gegangen, um die Muslime waren natürlich die Opfer des Krieges, zu helfen. In diesem Elan von Solidarität sind sie dann in Bosnien, und das wurde uns lange verschwiegen, auf Ex-Afghanistan-Kämpfer gestoßen. Eine wirkliche Mujahedin-Brigade. Mhm. Ich war damals im Bosnienkrieg, das hielten wir für serbische Propaganda. Da waren also wirklich 500 bis 1000, 1500 ex-afghanische Kämpfer, die von der Ideologie schon identifiziert waren. Die jungen europäischen Muslime stießen dann auf die Afghanistan-Kämpfer, teilten diese Ideologie, kehrten ihre relativen Heimatländer zurück und konnten die Ideologie des Dschihades weiter propagieren. Zum Beispiel auch hier in Deutschland, da gab es eine kleine Gruppe in Freiburg, mhm, dann natürlich in London, dann in Paris, die ersten Attentate fanden statt. Und die letzte Stufe sozusagen, oder der dritte Schritt, zumindest würde mir das jetzt logisch erscheinen, irgendwann muss all das doch in diese Vorstädte gekommen sein. Molenbeek zum Beispiel ist einer der Orte, der immer wieder als Name fällt. Das ist wirklich eine ganz grobe Vereinfachung, ja, nur um zu zeigen, wie lange damit wir schon konfrontiert sind. Nach dem Bosnienkrieg fanden bereits Attentate in Nordfrankreich statt mit belgischen Waffen, mit solchen mafiösen Strukturen. Da haben zwei Konvertiten, französische Konvertiten, sogar einer Arzt, in Nordfrankreich Attentate versucht begangen. So weit geht das zurück. Und die hatten auch ihre Belgien-Willen. Die belgische Sache ist noch mal separat, weil die belgische Regierung wirklich extrem tolerant war gegenüber, also ein totaler Laxismus im Sinne, dass die Belgier wahrscheinlich zu sehr damit beschäftigt sind, ihre flämisch-wallonischen Spannungen da irgendwie auszuverhandeln, als dass sie jemals wirklich sich um dieses Problem gekümmert haben. Aber dieser spezielle Vorort ist auch noch ganz interessant. Das ist kein armer Vorort, da gibt es arme Viertel, aber da wohnen auch bürgerliche Familien und so weiter. Aber erklären Sie uns einmal, wie kann es denn passieren, dass unter den Augen sozusagen der EU, ich meine, die sitzen in Brüssel, da sitzt dieses Parlament, da sitzt die EU-Kommission. Wie kann es denn sein, dass sich dort solche Dinge zusammenbrauen, Dinge passieren und man lässt das einfach laufen? Das sind relativ kleine Zellen. Aber trotzdem, wie konnte das passieren in den Vorstädten oder im 19. Pariser Bezirk? Wie kann es hier im Ruhrgebiet passieren? Ich glaube, das passiert auch, weil wir diesen Dschihadismus als Ideologie nicht wirklich ernst genommen haben. Wir haben immer nur probiert, seine Symptome zu bekämpfen. Ein paar Pflaster raus, ein bisschen Sicherheitsmaßnahmen verstärken. Aber wir haben diesen Dschihadismus, der wirklich eine hochgefährliche Ideologie ist, nie an seinen Wurzeln genommen. Und da gibt es, ich meine, das ist eine Ideologie, die reicht von Indonesien, also sie hat eigentlich jedes Land erreicht. In Australien gibt es dschihadistische Gruppen. Okay. Und diese Ideologie wurde nie wirklich bekämpft, weil wir die Wurzeln auch nie wirklich analysiert haben. Und das ist eigentlich die große Aufgabe. Es geht jetzt nicht darum, Daesh jetzt militärisch zu besiegen. Erst Klaus Strunz, dann Herr Haseloff, dann Sie.